Wir sind hier in der Rhön, eine sehr schöne Gegend im Herzen Thürings. Grün, hügelig und nette Leute natürlich. Mein Name ist Peter Wethorn, 49 Jahre alt. Ich bin LKW-Fahrer und bin seit 1997 im Fuhr- und Baggerbetrieb Knaggert beschäftigt. Unser Unternehmen hat 15 LKW, dazu Anhänger, Kippsattel, Planenauflieger und Tieflader. Eben alles, was man in unserem Geschäft braucht. Neben dem Fuhrbetrieb betreibt die Firma Knaggert auch noch eine Fahrschule. Da bringe ich den Fahrschülern bei, wie heutzutage ein voll ausgestattetes Baustellenfahrzeug funktioniert. Mit meinem neuen Arox transportiere ich in erster Linie Splitte, Sand, Kies und Asphalt. Es ist ein 1848er Kippsattelzug mit Mirrorcam, PPC und Multimedia Cockpit. Diese Kombination ist ideal für Straße und Baustelleneinsatz. Ist ein echt gutes Fahrzeug, Top-Ausstattung und auch das Beste, was im Moment damit auf dem Markt ist. Viele Aufträge bekommen wir direkt von den großen Lieferanten. Ganz in der Nähe von uns, einen großen Steinbruch, lade ich viele Sorten von Material, eben Edelsplitte und Frostschutze für Straßenbau. Hervorragend ist an dem Auto der HAD-Antrieb an der Vorderachse. Der unterstützt im Gelände und besonders beim Anfahren, besonders bei extremen Steigungen oder bei weichen Untergründen. Es ist sozusagen ein temporärer Allradantrieb. Ich schalte das HAD an und jetzt kriege ich zusätzliche Traktion auf die Vorderachse. Das HAD arbeitet auch, wenn die Schaltautomatik kuppelt, das gibt es eben nur bei Mercedes. Es gibt in den Steinbruch eine Steigung, die käme ich ohne HAD gar nicht hoch. Wo andere LKW- oder Sattelzugmaschinen stecken bleiben, fahre ich eben weiter. Vom Steinbruch fahren wir dann die Baustoffe eben zu den Kunden, die Mischanlagen und Baustellen. Ich bin die meiste Zeit auf der Straße unterwegs. Deswegen macht Allrad auch keinen Sinn. HAD reicht vollkommen aus und dadurch habe ich auch mehr Nutzlast. Weil HAD eben leichter ist wie ein normales Allradsystem. Sehr gut funktioniert auch das PPC. Ich kann jetzt auch im Überlandverkehr mit Tempomat fahren. Das System wählt immer den richtigen Gang und auch die richtige Geschwindigkeit. Es weiß schon vorher, was als nächstes kommt. Ampel, Kurve, Geschwindigkeitsbegrenzung oder Ortseinfahrten. Auf der Straße spielen auch die Mirrorcam und der Active Brake Assist ihre Stärken aus. Am Ende gehört aber auch ein guter Fahrer dazu, einen guten Job zu machen. Einer, der sein Fahrzeug beherrscht und anpassungsfähig ist. Im Gelände und auf der Straße eben sicher unterwegs ist. Und der seinen Job wirklich mag. Mir gefällt das LKW-Fahren und die Freiheit hinter dem Steuer. Mercedes-Benz. Trucks you can trust.